Hey Leute, willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder ein How-To. Und zwar war ich letzte Woche in Berlin auf dem Highway to Hill. Wollte da eigentlich ein Video filmen, aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Und da ich jetzt schon wieder einen Monat keine Videos mehr gemacht habe, dachte ich mir, ich mache mal wieder ein How-To. Das haben nämlich auch viele danach gefragt. Gerade nach dem How-To, was ich heute machen will, und zwar How-To Barspin. Und ja, ich bin jetzt hier gerade in Pattonville. Ist noch komplett leer, weil wir haben erst so 9 Uhr morgens. Wir haben 9.15 Uhr. Ja. Und jetzt mache ich mal ein paar Barspins, also ein paar Möglichkeiten. Dann erkläre ich euch so die Basics, also was man so beim Barspin beachten muss, wie man den am besten üben kann. Und dann am Ende, wie er halt wirklich geht. Deswegen, ja, lass einfach mal anfangen und let's go. So, als erstes für einen Barspin ist natürlich wichtig, dass man den Lenker drehen kann. Und das kann man am besten üben, indem man sich zum Beispiel hier an so eine Curb ranstellt, mit dem Hinterrad dran drückt, den Lenker hochhebt und dann einfach die Drehung macht. Wichtig ist aber nur, es ist ganz wichtig, und zwar wenn ihr mit rechts vorne steht, müsst ihr mit der rechten Hand den Lenker durchdrücken, wenn ihr mit links vorne steht, mit der linken Hand durchdrücken. Das ist wichtig, weil dadurch könnt ihr dann 180 Barspins und alles gescheit machen. Wenn ihr es andersrum macht, ist es am Ende viel schwerer, weil es dann goofy. Es ist viel komplizierter, ihr steht viel unsicherer auf dem Rad. Deswegen gucken, dass wenn ihr rechts vorne steht, mit rechten Hand wirft, links vorne, linke Hand. Und jetzt zeige ich euch kurz hier, wie man die Lenkerdrehung am besten üben kann. Also erstmal könnt ihr euren Sattel so zwischen die Beine klemmen und das Fahrrad hochheben, damit ihr, also dass es nicht runterfällt. Und wenn ihr dann die Drehung einigermaßen beherrscht, einfach die Beine auseinander machen und nur durch die Drehbewegung probieren, das Fahrrad oben zu halten. Das macht es ein bisschen schwerer, aber da ist halt dann die Bewegung sicherer drin und ja, es bringt einfach ein bisschen mehr nochmal. Und wenn ihr das einigermaßen hinbekommt, also die Lenkerdrehung safe ist, könnt ihr, ich habe es so gelernt, ich habe Pull-Up-Bar zuerst gelernt und dann erst Barspin. Viele sagen, es ist leichter, erst Barspin zu machen oder es ist halt ein komplett anderes Gefühl. Aber wenn ihr Pull-Up-Bar macht und Barspin lernen wollt, dann steht aufs hintere Peg, weil das ist ein bisschen ähnlicher zu der richtigen Barspin-Bewegung, weil ihr halt wirklich beim Barspin hinterm Sattel stehen müsst. Also, ich zeige euch kurz, wie das dann aussieht, wenn ihr mit dem Peg den Pull-Up-Bar macht. Natürlich für die Leute, wo rechts vorne stehen. Wenn ihr links vorne steht, müsst ihr halt eure Füße anders genau andersrum aufs Fahrrad stellen. So, das ist dann die ungefähre Drehbewegung. Wenn ihr hinten drauf steht, steht ihr halt auch schon relativ weit hinten, so wie ihr beim Bunnyhop Barspin zum Beispiel auf dem Fahrrad stehen würdet. Ja. Und dann ist halt die Frage, wenn ihr euch relativ sicher seid, dass ihr den Barspin rumbekommt, könnt ihr auch mal einen Pull-Up-Bar machen. Weil da müsst ihr schneller drehen, weil ihr halt nicht das Gewicht so weit hinten habt. Oder ihr könnt Pull-Up-Bar to Manual probieren. Das bringt auch viel, weil ihr halt dann dieses Fangen sicherer macht. Und ja, dann ich zeige euch mal kurz, wie das dann aussehen würde. Ich zeige euch nochmal kurz hier an dem Steinblock, an der Curb, wie man das übergreifend macht, weil das ist wirklich eines der wichtigsten Dinge. Weil wenn man wirft, ist immer ein bisschen unsicher. Also klar, viele Profis werfen auch. Aber ich zeige euch mal kurz, wie dieses Übergreifen aussehen sollte. Das ist ganz wichtig, dieses Übergreifen, weil dann könnt ihr ihn in der Luft schon fangen und landet halt sicherer. Deswegen, sowas könnt ihr auf jeden Fall üben. Und dann, es gibt halt zwei Möglichkeiten, den Barspin zu machen. Ich habe ihn im Flat gelernt, ich habe immer Pull-Up-Bar, Bunnyhop gemacht und dann irgendwann beim 50. Bunnyhop nach dem Pull-Up-Bar habe ich dann den Barspin geschmissen und dann ist es einfach nur noch Übungssache, den zu perfektionieren. Dann gibt es noch die Möglichkeit, man kann es aus dem Flyout machen, deswegen bin ich jetzt hier in Pattonville, da hat es nämlich eine kleine Quarter, ist nicht zu groß, da kann man das auch probieren. Da muss man dann halt einfach wirklich rausspringen, sich in die Position stellen, die Position ist, Knie durchstrecken, Arsch nach hinten und
Oder ich zeige euch kurz, wie die Position dann ist. Das war jetzt halt im Bunnyhop, aber genau die gleiche Bewegung müsst ihr auch aus dem Flyout machen. Also wirklich Knie durchstrecken, Arsch nach hinten und über den Lenker beugen. Das ist auch noch wichtig. Und ja, dann zeige ich euch jetzt kurz, wie das aus dem Flyout ist oder wie es da aussieht. Ich kann auch probieren, das ein bisschen in Slow-Mo zu machen, damit man diese Handbewegung, dieses Übergreifen besser sieht. Und ja, das zeige ich euch jetzt noch kurz. Und auch noch ganz wichtig, wenn ihr Tricks übt oder generell BMX fahrt, immer den Helm anziehen. Ich vernachlässige das leider sehr oft. Aber jetzt hier zum euch die Tricks zeigen, Helm an und ihr solltet auch einen tragen. So, und wenn ihr die Grundlagen alle drauf habt, und wenn ihr den Bauspin fangt, regelmäßig schafft, also klar ist es mal so, ihr schafft ihn so an einer Session voll gut, bei der nächsten Session dann gar nicht mehr. Aber wenn ihr den so einigermaßen safe habt, könnt auch schon neue Sachen probieren, zum Beispiel so 180 Bauspin in der Bank. Das ist eigentlich nur ein 90 Bauspin, weil man nie gerade hochfährt und gerade runter. Und das ist eigentlich so ziemlich, also ich finde 180 Bar leichter als normalen Bauspin. Das heißt, das könnt ihr probieren. Und generell, es gibt viele Varianten. Aus der Bank finde ich ihn zum Beispiel leichter als im Flat. Im Flat ist immer so ein Bunnyhop, da muss man sich drauf konzentrieren. Ich zeige euch jetzt nur kurz die Variante in der Bank, weil so habe ich ihn Barspin eigentlich am besten gelernt. Also ich konnte die Drehung und alles. Und dann habe ich ihn halt in der Bank gemacht und da arbeitet sich halt die Bewegung viel besser ins Gehirn ein. Und es ist einfach dann sicherer. Und das ist natürlich auch schon wieder was Cooles. So 180 Bar in der Bank ist natürlich schon ein krasser Trick so. Deswegen, ja, zeige ich euch noch kurz die Variante. Und dann war es das eigentlich schon mit dem Video. Also wenn ihr anfangt den zu machen, könnt ihr erstmal so ein bisschen schräg anfahren, hochspringen, Barspin machen. Und dann fahrt ihr einfach wieder in die Bank rein. Das mache ich jetzt kurz. Und dann zeige ich euch noch, wie man es ein bisschen verfeinern kann. Das an sich müsst ihr einfach nur noch immer, also die ganze Zeit machen und immer gerade hochfahren und gerade wieder runterfahren. Mal einen gescheiten Bunnyhop machen, mal einen gescheiten 180. Und dann irgendwann könnt ihr den halt richtig perfekt. Das ist natürlich Übungssache, das geht jetzt nicht in einer Woche oder so. Dafür braucht ihr schon ein paar Monate, um den wirklich gut zu können. Aber ihr könnt euch immer so ein bisschen rantasten und dann wird es auf jeden Fall richtig cool. So, dann hoffe ich an der Stelle, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht könnt ihr jetzt den Barspin auch lernen. Ich hoffe natürlich, ihr schafft den. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Und ja, das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.